Heute erkunden wir ein bisschen die Insel. Wir werden zu einem historischen Ort fahren, an dem hier noch einige alte Kanonen und ja, andere Ruinen sehen werden. Und danach geht es zu einer Grotte, die anscheinend Salzwasser und Süßwasser getränkt ist. Eine Art Unterwasserhöhle oder so. Mal schauen. Ja, und dazu haben wir uns wieder ein Motorrad ausgeliehen. Diesmal eine mit Schaltung und mit ein bisschen mehr Wumms unter der Haube. Wahrscheinlich eine 250er. Macht jedenfalls ein bisschen mehr Spaß. Die Berge sind leichter zu erklimmen. Wir sind wieder bei der Festung Patua auf Tomia. Warum wieder? Ja, ganz einfach, weil wir diesen Platz so toll finden und ja, uns gedacht haben, wir möchten unbedingt nochmal hierher kommen, weil wir heute Vormittag schon da waren. Aber die Wahrheit ist, die Aufnahmen sind alle nicht zu gebrauchen, da sie in Zeitlupe aufgenommen wurden und dementsprechend ja alles etwas langsamer ist und kein Ton dabei ist. Aber ich mache die Führung gerne nochmal mit euch und jetzt geht's auch schon los. Übrigens, diese Festung hat ein ziemlich großes Areal, von dem nicht mal alles wieder so instand gesetzt wurde, um die ganzen Ausmaße zu betrachten. Es sind sehr viele Grundfesten zu sehen und wir befinden uns mittlerweile eigentlich schon auf der Festung, denn hinter uns, da hinten, sind auch noch alte Festungsmauern zu sehen. Aber jetzt geht's erstmal los. Das hier ist der Eingang. Geschmückt mit schönen Blumen. Eine alte Kanone erregt das Aufsehen des Wanderers. Wir wissen leider nicht, aus welcher Zeit diese Festung ist und wann diese erbaut wurde. Jedenfalls wurde sich dieser Kalkstein bzw. dieses ganze Korallenfundament zu Hilfe genommen und ausgebessert mit einzelnen Kalkblöcken. Aus welchem Jahrhundert können wir leider nicht sagen. Wikipedia sagt nichts dazu und auch diese Touristenseite. Aber die Königsfamilie hat sich hier versteckt, wenn es zum Angriff kam. Und diese Festung hat auch drei unterschiedliche Ausgänge. Wir gehen gerade den ersten Eingang rein. Und unterirdische Höhlensysteme, bei denen bei Angriff und Überwältigung auch die Flucht möglich war. Aktuell befinden wir uns im zweiten Außenring der Festung und werden gleich in den ersten Außenring gehen, um dann die letzten Gemäuer zu betrachten. Wir sind jetzt im ersten Außenring angekommen. Auf der linken Seite sieht man noch
die einzelnen Grundmauern von ehemaligen Gebäuden. Wenn dieser gepflasterte Weg nicht wäre, könnte man wirklich meinen, man entdeckt gerade eine alte Festung, da diese ganzen Bäume und ihre Wurzeln die alten Gemäuer extrem schön beschlagnahmen und es etwas urig und mysteriös wirken lassen. Ich befinde mich jetzt im inneren Bereich der Festung, in einem alten, relativ großen Raum. Die Überreste eines alten Festungsturms. Also wenn die Leute früher barfuß gelaufen sind, dann tun Sie mir leid, denn diese scharfkantigen ehemaligen Korallen, die diese Insel gebildet haben, sind ziemlich scharf und belasten auch schon ganz schön unsere Flipflops. Jetzt kommen wir zu dem Fluchtsystem für die Königsfamilie, zu den Höhleneingängen. Man sieht noch die Leiter, die den Weg nach unten weist, aber man würde dort sicherlich einige Spinnen treffen und mit Flipflops und kurzer Hose ist das sicherlich nicht der schönste Weg. Tja, und diese Eingänge hat dann die Königsfamilie genutzt, um unauffällig zu fliehen. Für Europäer wäre das nicht so der beste Fluchtweg. Bisschen eng. Jetzt finden wir uns in einem Wehrturm. Man erkennt noch die einzelnen Schießscharten. Die anderen sind leider schon verschüttet, aber hier hat man noch mal einen schönen Ausblick, wenn Angreifer von Land kommen würden. Wir sind wieder bei einer kleinen Höhle angekommen, beziehungsweise Höhleneingang. Wir wissen auch nicht, ob es der Höhlenausgang ist. Generell können wir nicht sagen, ob wir schon auf dem Boden der Festung stehen oder ob das alles noch Schutt ist, der eigentlich weggetragen werden müsste. Aber wir wollen euch den Blick nicht vorenthalten. Für uns Europäer wäre das wirklich ein Rumgekrieche.
Jedenfalls hat man hier einen richtig schönen Ausblick auf das Meer. Ich kann mir gut vorstellen, dass da unten geht die Festung ja noch weiter, wahrscheinlich sämtliche Geschütze aufs Meer gerichtet waren, auf feindliche Boote. Aber das ist alles Geschichte. Und wir werden jetzt diesen schönen Platz alter Historie verlassen, ohne die komplette Geschichte zu kennen. Aber das macht ihn ja gerade so spannend, dass man sich da zu Geschichten ausdenken kann. Wir sind nun an einem Ort angekommen, der unter den Touristen gar nicht so bekannt ist. Also im Internet wird nichts darüber berichtet. Und wir haben eigentlich auch nur so ein bisschen per Zufall von dem Eigentümer unserer Unterkunft davon erfahren. Und zwar handelt es sich hier um eine Höhle, die mit Wasser gespült ist. Also man kann darin baden und das Wasser besteht aus einem Gemisch aus Süß- und Salzwasser. Eine Sache ist sehr interessant. Heute Morgen war das Wasser in der Höhle tiefer. Da war der Gang unten links noch mit Luft gefüllt. Man hätte ihn vielleicht lang schwimmen können. Jetzt ist er unter Wasser, also sprich, es muss irgendwo Meerzugang sein, der mit der Ebbe und Flut in Kontakt steht. Also muss es einen Weg durch die Höhle ins Meer geben. Wäre bestimmt spannend für ein paar Höhlenforscher, die sich den Weg ins Meer machen wollen. Gibt es auch hier leider dieses Plastikmüllproblem, generell Müllproblem, wofür die Indonesier auf dieser Insel und auch auf anderen nicht ganz so bewusst sind. Wir durften gestern an einer Umfrage teilnehmen für Tourismus auf Wakatobi und wir haben auch unsere Meinung zu dem Thema Müll und Korallenzerstörung gesagt und hoffen, dass es auf die richtigen Ohren trifft und dass Maßnahmen getroffen werden,
weil das eine Pärchen, was wir getroffen haben, ist seit 20 Jahren jährlich in Indonesien unterwegs. Und sie haben gemeint, manche Orte, die sie besucht haben, sind nur noch, man schwimmt in Plastik. Das ist richtig schade und vielleicht treffen sie hier vorher die Maßnahmen und bringen etwas in die Schulbildung mit ein. Wäre nämlich schade, wenn auch diese Insel in Plastik versinkt.